Wandverdeffelung mit integrierten Kästen, Eisen bei Teil IZ23, allem möglichen. XY5. Und die, die sich jetzt denken, ich drehe jetzt lieber ab, denen sei gesagt, am Schluss vom Video gibt es einen hinter die Kulisse Blick. Da sieht man dann, wie ich bei dieser Wand hinten das genau montiere. Aber die, die jetzt abdrehen, sehen das natürlich nicht. Das ist ja logisch. Das habe ich jetzt mit dem Handy gefilmt. Daher ist es ein bisschen anders wie das andere. 12. Die Zwingen konnte ich hier schon weg. Das ist jetzt alles trocken, hält bombenfest. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, das Innenleben der Kästner mit einem Kunstharz zu streichen, Klarlack quasi so artig. Ich will, dass das schnell trocken ist. Der Rest wird mit Leinöl wieder gestrichen, aber dass ich schnell einräumen kann. Denn die anderen Kästen, die ich vor was weiß ich wann gemacht habe, sind doch immer nicht trocken ganz drinnen. Und wenn ich da Papier hineingebe, wird das alles so fettig. Auf jeden Fall werde ich es jetzt Lack schleifen. Ich habe es schon einmal gestrichen. Jetzt wird es Lack geschliffen, dann wird es ausgebürstet, also der Staub weg, und dann wird es der letzte Anstrich. Mit diesen Schwämmen kommt man gut in die Ecken hinein. Wenn es geschliffen ist, noch abstauben. Die anderen Kästen habe ich in der Zwischenzeit schon gestrichen, während der Stock hier getrocknet ist. Und jetzt sind diese zwei, wo ich die Zwingen angesetzt habe, habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. Da brauche ich dann nichts zu reinigen. Diese Walze, die lasse ich nach dem Streichen immer in einem Plastik drin, so kann ich sie eine Woche lang benutzen. Und dann wird sie entsorgt, Plastik da und so weiter zum Umschütten. So einen kleinen Becher brauche ich gar nicht. Ich nehme das immer von hier heraus. Und wenn es schmutzig ist, also wenn hier Dreck schon drinnen ist, dann lasse ich das durch eine feine Strumpfhose laufen. Dann ist dieser Lack wieder ganz sauber. Und ich brauche keine Reinigungsmittel und dergleichen. Denn das ist mehr Verschmutzung, wie wenn ich diese Rolle nach ein, zwei Wochen Benutzung wegschmeiße. Denn die Fächer innen streiche ich auch mit diesen Dingsbums, Kunstharz-Dings. So, genug eingedunkt. Die Tür habe ich auf der Innenseite mit Öl gestrichen, außen noch nichts. Außen werde ich die ganze Wand auf einmal dann mit Öl streichen. Und das hier war mit Lack, das ist jetzt getrocknet. Jetzt schraube ich hier diese Plättchen an, damit ich die Tür anhängen kann. Hier kann man genau erkennen, hoffe ich, das markierte Loch. Die Schraube greift natürlich ganz genau dort. Und hinten gebe ich noch zusätzlich einen. Hier innen habe ich mir notiert, welches Türl das ist. Hier habe ich einen Zweier hinein, das ist dann von links Nummer 2. Da ich das händisch angerissen habe, kann es natürlich sein, dass Unterschiede sind. Und daher ist es immer gut, sich das aufzuschreiben, wo welches hingehört. 2 ist dann hier. Voilà. Und 1 ist natürlich hier. Das muss ich mir jetzt noch ausmessen, denn hier oben geht ja eines durch. Hier haben wir 14,6. Und wenn ich drüben auch 14,6 habe, dann habe ich gut gearbeitet. Okay, hier habe ich 14,7. Um einen Millimeter. Ich schneide trotzdem das kürzere, das 14,6, denn dann kann ich drüben was aufbackeln, ein bisschen, dass ich oben bündig bin. Ob das beim Türstock aufliegt, sieht keiner. Die habe ich jetzt geschliffen. Ich habe mir das ausgemessen und habe es durch 2 dividiert, dass genau der Stoß mittig Tür ist. Und jetzt lege ich mir das hier mit der Wasserwaage, dass es gerade ist, her. Und werde das verleimen und verschrauben, dass es auch hält. Also es hat nicht riesig viel zu halten. Jetzt schraube ich jetzt mal auf einer Seite fest. Stehe ich eh nirgendwo an? Nein. Jetzt nochmal nachrichten, dass das wirklich gerade liegt. Soll natürlich bündig anliegen. Und wenn es das tut, draufdrücken, dass nichts verrutschen kann. Und schrauben. Kontrolle nochmal, passt. Jetzt lasse ich das
ein paar Minuten so liegen. Jetzt habe ich wieder links und rechts zur Backe hingeleint, 2x2 Leisten die Unterkonstruktion verlängert, dass ich das montieren kann. Das hat jetzt trocknen können. Jetzt gebe ich hier ein wenig Leim. Und jetzt kommt diese Platte drauf. Ich habe natürlich schon probiert, sie passt. Wäre ja ungut, wenn jetzt der Leim oben ist und sie passt nicht. Jetzt drücke ich sie mir links und rechts bündig und ziehe die Schraubzwinge an. So, jetzt passt. Habe ich mir runterziehen müssen. Schön bündig oben, dass es in einer Flucht läuft. Drüben dasselbe noch. In der Mitte anschrauben werde ich es erst, wenn ich diese Zwinger wieder wegnehmen habe können. Dann kann ich eine Latte durchlegen, die 3 Meter Wasserwaage, und kann es in der Mitte aufkeilen, ein wenig, falls es durchhängt. Hier muss ich ein wenig auf, dass ich bündig bin. So, jetzt hat das trocknen können, die Zwingen habe ich weggenommen und jetzt legen wir die 3er Wasserwaage drauf. Ja, wie ich vermutet habe, in der Mitte gehören wir auf. Das ist kein Problem, dazu nehme ich mir einen Keil. Hier kann man es gut sehen, hier ist Luft und die Luft habe ich lieber hier, denn hier kann man sie nicht sehen. So, die Wasserwaage stelle ich weg, denn sonst fällt die runter, das kenne ich schon. Und Beilagbackel habe ich auch genommen, das hebe ich mit dem Keil ein wenig auf und gebe so ein Backel unten hinein. Nochmal Kontrolle, fast ein bisschen zu viel. Diese Maxplatte habe ich beigelegt und das hat genügt, die hat ca. 0,75 mm. Und wenn das passt, kann ich diese Leisten jetzt von hinten anschrauben. Sehr wenig Platz. Perfekt, vorne guckt keine Schraube, das ist wichtig. Hier noch eine Schraube. So, das ist auch fertig. Jetzt werden die Fächer für diese kleinen Kästen noch geschliffen und dann mit der Walze lackiert. Aber einbohren könnte ich dann auch schon drinnen in den Kästen, aber will ich nicht, denn die habe ich erst gestern gestrichen und ganz 100% trocken ist der Lack noch nicht. Also wenn ich hier jetzt schon die Fächerträger bohren würde, würde der Dreck hier unten in die Ecke fallen und hier ist es noch etwas klebrig. Habe ich vorher das eine Band noch angebohrt, ist mir auch gleich der Dreck bicken geblieben. Lackschleifen jetzt mit einem 220er Korn, die Fläche, die Kante und die andere Fläche. Dann gehe ich nochmal mit einem Schwamm, das ist auch 220er Körnung, aber viel feiner und komme wirklich in die tieferen, wie soll man sagen, also wenn das Holz irgendwo eingefallen ein wenig ist, also das schleift es wirklich nochmal wunderbar, also das ist eine wunderschöne Oberfläche. Und Kantenbrechen mit so einem Schleifpapier kommt man sehr schnell durch den Lack durch. Bei einer Farbe wäre es überhaupt problematisch oder bei einer Beize. Hier, bei Farblos ist es nicht so ein Problem, aber trotzdem schleife ich nur mit dem und das ist eine wunderschöne Kante. Über die Fläche gehe ich nochmal, über die andere Kante. Wirklich eine traumhafte Oberfläche. Jetzt habe ich alle geschliffen, jetzt werde ich sie mit der heiligen Feder reinigen alle und dann kann ich schon schreiben. Jetzt habe ich mit der Kreissäge lauter so 3 cm Streifen heruntergeschnitten. Denn hier oben ist mir nichts Besseres eingefallen, ich werde euch das jetzt zeigen. Hier kommt eine 3 cm Dachlatte liegend, 3 Stück oder 4 da quer und dahinter die Isolierung. Und dann springe ich bei dieser Platte schon ein wenig vor, dann kommt die Eisenplatte noch drauf. Das würde so eine ungute Nase machen. Jetzt gebe ich hier so eine Art Gesims mit einer Phase als Abschluss und dann hat das quasi meiner Meinung nach mehr Sexappeal. Die Kante auf Sicht werde ich schleifen, die hintere lasse ich so, nur einmal Kanten brechen, denn wenn ich hier verschleife und ich nehme irgendwo zu viel weg und ich schraube das dann an, sieht man hinten, dass es nicht gerade ist. Der Kreissägeschnitt ist doch um einiges gerader. Schleifen werde ich das Ganze so, hinten habe ich meine Platte hingespannt, damit mir die nicht wegrutschen und ich werde gleich das ganze Paket auf einmal mit der Bandschleifmaschine schleifen. Natürlich muss ich auch eine Phase anfräsen. Ich will, dass das Profil von unten durchgehend bis nach oben läuft. Ich muss mir dann auch noch was einschneiden, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
Auf jeden Fall beim Fräsen ist das immer wichtig. Dieses kleine Teil wäre als Auflagefläche viel zu wenig. Hier muss man sich unbedingt was neben hinlegen, dass du mit der Oberfräse quasi eine große Auflagefläche hast. Bei der Kante fräse ich auch hinunter. Da ist es wichtig, sich neben zwei Stücke zum Hinstellen, sonst wird das auch sehr wackelig. Und so sieht das jetzt aus. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Auch suche ich mir immer die schönere Seite aus. Natürlich muss es auch schleifen sein. Beim Kantenschleifen hier ist es sinnvoll, nicht so probieren. So macht man es auf jeden Fall rund. Aber wenn man das so, und das kriegt man das Gefühl, dass man das richtig auflegt, dann schaut das perfekt aus. Und diese Kante halte ich mir so, dass sie hier oben gerade ist. Und so kann man die Faser schön schleifen. Es ist soweit, hier sind schon einige Eisenplatten montiert. Die habe ich auch zuvor lackiert mit einem Mittel, das hat gerochen schrecklich. Hier kurz ein wenig genauer noch der Unterbau. Hier sind diese 2x2 Leisten. Somit konnte ich diese Platten anschrauben und ein kleines Gesims wollte ich auch haben, will ich noch immer. Das habe ich genau nach diesen Linien hier oben weiterlaufen gelassen und das immer geschnitten und von hinten geschraubt. Dieses Teil konnte ich nicht schrauben, musste ich leimen, stumpf, kein Problem, hat nichts zu halten. Hier kommt jetzt das letzte und hier kommt jetzt diese letzte Leiste her mit Leim und den Schrauben von hinten und dann werde ich das Ganze mit Steinwolle ausfüllen. Hier kann man schon sehen, die Dachlattenunterkonstruktion, das wird hier weiterlaufen. Dieses Element muss ich freilassen, da ich mit der Absaugung durchgehen muss. Das mit der Absaugung ist ein ganz eigenes Thema. Ich habe jetzt da ganz lange Rohre besorgt, also nicht lange Rohre, sondern lange Zeit. Und jetzt werde ich wieder wo gebrauchte Rohre kaufen. Ich hoffe, dass ich anfangen kann zu verlegen, die Rohre, und dass ich dann staubfrei arbeiten kann. Denn manches Mal glaube ich wirklich schon, ich habe Corona vom Husten. Ich hoffe, dass ihr das halbwegs hier sehen könnt, was ich hier fabriziere. Ein wenig Leim eher oben, damit der mir unten nicht dann herausschaut. Einmal mit dem Finger durch. Mit diesen kleinen Klemmen fixiere ich mir das halbwegs, dass es mir nicht allzu sehr verrutscht. Und jetzt eigentlich ganz einfach den Winkel hierher, das hindrücken, dass es dicht ist. Und schon könnte ich schrauben. Passt hier. Hier passt es auch. Dasselbe, und das mache ich jetzt bei allen Schrauben so. Klemme kann ich schon weggeben. Ah, das kann ich so schrauben, wie es ist. Das passt gleich. Hier noch. Passt auch. Also ich habe nur Glück, wenn das so weitergeht. Und der letzte, der kann jetzt nicht passen. Das wäre jetzt, ja, passt auch nicht. Und so sieht das jetzt aus. Montiert. Und hier, der Stoß läuft mit dem unteren Stoß weiter und das, glaube ich, schaut schön aus. Jetzt werde ich natürlich gleich messen, wie lange ich die Dachlatten hier brauche als Unterkonstruktion, werde aber dieses Element, wie gesagt, freilassen, denn da gebe ich dann später im Nachhinein kleine Stücke hinein und gut muss es sein, denn sonst stören die mich beim Rohrverlegen. Da kann ich ruhig hier bündig gehen und dann schraube ich drüben noch eine 2x2 Leiste an für diese kurze Distanz noch. Oh, Zahlstock ist zu kurz, dass ich alles schaffe. Jetzt nehme ich eine ganze Latte. Aber zuerst natürlich muss ich die Steinwolle stopfen. Ich hoffe, dass ihr das halbwegs hier sehen könnt. Wollt ihr zusehen oder nicht? Es ist nicht lustig.